Willkommen, wir sind in unserem Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre und gehen jetzt zum Kapitel Außenwirtschaft und EU, Europäische Union. Die Außenwirtschaft wird dokumentiert in der Zahlungsbilanz. Wir sind also damit relativ schnell bei der Zahlungsbilanz. Die Zahlungsbilanz ist die Erfassung der Beziehungen mit dem Ausland über Zahlen. Ja, die Zahlungsbilanz erfasst die Verflechtung mit dem Ausland. Das ist ihre Aufgabe. Aufgabe, Verflechtungen mit dem Ausland erfassen. Eine solche Zahlungsbilanz besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Also Zahlungsbilanzbestandteile. Die Bestandteile lauten, da ist einmal die Leistungsbilanz, die wiederum Unterpunkte hat. Dann ist da die Kapitalbilanz. Dann ist da die Devisenbilanz. Und dann ist da ein Restposten, denn im Gegensatz zu der Bilanz eines Unternehmens kann man hier nicht immer alle Vorgänge sauber erfassen. Und da gibt es auch Dinge, die sozusagen unter der Hand laufen und so weiter und so weiter. Deswegen hat man hier immer einen Restposten, um das Ganze dann wirklich in eine Waage zu bringen. Denn Bilanz heißt ja Waage. Das sind die Bestandteile. Die Leistungsbilanz, hatte ich gerade schon gesagt, hat wiederum Unterpunkte. Wir erfassen die Güterleistung in der Handelsbilanz. Wir erfassen die Dienstleistungen in der Dienstleistungsbilanz. Und wir erfassen Leistungen ohne Gegenleistung in der Übertragungsbilanz. Man nennt sie auch Schenkungsbilanz. Übertragungsbilanz. Leistung ohne Gegenleistung, auch genannt Schenkungsbilanz. Ja? Also diese Leistungsbilanz hat nochmal drei Unterpunkte und die müssen wir uns besonders anschauen, denn Deutschland ist ja ein sehr, sehr exportstarkes Land und da spielen diese Bilanzen ja auch eine große Rolle. Wir schauen also jetzt speziell auf die Handelsbilanz und schauen uns auch ein Beispiel an. Die Handelsbilanz erfasst die Güterleistung, physische Produkte, das ist das, was in die Handelsbilanz geht, beziehungsweise nicht die Güter natürlich, sondern entsprechende monetäre Gegenwert. Die Handelsbilanz hat wie jede Bilanz zwei Seiten. Da ist einmal die linke Seite, Activa. Und da stehen die Warenexporte. Und dann haben wir die Passiva. Und da stehen die Warenimporte. Stellen wir uns beispielhaft Zahlen vor. Warenexporte 2000 Euro und Warenimporte 500 Euro. Ja, die Zahlen sind natürlich sehr, sehr klein und haben nichts mit der Realität zu tun. Die Tendenz mag aber stimmen, dass wir deutlich mehr exportieren als importieren. Wenn wir nun auf der linken Seite, auf der Exportseite 2000 schreiben und auf der rechten Seite, auf der Importseite 500, dann bekommen wir einen Saldo. Und der Saldo ist in dem Fall 1.500. Wir haben also für 1.500 Euro mehr exportiert als importiert. Das ist der Saldo der Handelsbilanz und das ist auch die Interpretation dieses Wertes. Ja, wenn der linke Wert größer ist als der rechte, dann ergibt sich dieser Saldo und das bedeutet, um den Betrag wurde mehr exportiert als importiert. Es kann auch umgekehrt sein. Dann steht der Saldo auf der anderen Seite und dann wären entsprechend die Importe größer als die Exporte. Schauen wir auf die
Dienstleistungsbilanz. Auch hier haben wir links stehen Dienstleistung, kürzer ab DL, Exporte und rechts Dienstleistungsimporte. Und auch hier stellen wir uns wieder Zahlen vor, beispielhaft Zahlen. Wir stellen uns vor, Dienstleistungsexporte von 200 und Dienstleistungsimporte von 800. Ein Dienstleistungsimport ist auch die Tatsache, dass ein Deutscher ins Ausland fährt und dort Dienstleistungen aus der Touristikbranche konsumiert, nämlich Hotel zum Beispiel. Ja, das ist dann ein Dienstleistungsimport. Da ist nicht die Dienstleistung nach Deutschland geflogen, sondern der Deutsche ins Ausland wird als Dienstleistungsimport erfasst. Ja, muss man sich klar machen. Auch hier kommen wir zu einem Saldo. Nur steht der Saldo diesmal auf der anderen Seite. Der Saldo ist 600 und der steht diesmal nicht rechts, sondern links. Ja, hier dieser Saldo stand links und der Saldo hier von 600 steht rechts. So, wir haben noch eine dritte Bilanz hier, die Übertragungsbilanz, auch genannt Schenkungsbilanz, Übertragungsbilanz, auch genannt Schenkungsbilanz. Es ist oder es sind Leistungen ohne Gegenleistungen. Zum Beispiel Entwicklungshilfe. Auch die Übertragungsbilanz hat eine Aktivseite, Activa, und Passiva, also eine passive Seite. Und auf der Aktivseite stehen empfangene Zahlungen. Also wenn wir eine Leistung ohne Gegenleistung empfangen haben und auf der rechten Seite, auf der Passivseite stehen geleistete Zahlungen. Das ist, was könnte man sich denn hier vorstellen? Das ist zum Beispiel Entwicklungshilfe. So, warum? Ja, wir haben doch gerade gesagt, auf der Aktivseite stehen die Exporte. Ja, aber der Gedanke ist der gleiche. Wenn wir Waren ins Ausland schicken, kommt Geld. Das heißt, es entspricht dem Gedanken hier von empfangenen Zahlungen. Wenn wir Waren aus dem Ausland einkaufen, kommen die Waren zu uns und das Geld wird geleistet, also geleistete Zahlungen auf der Passivseite. Ja, nur, dass man hier direkt auf die Zahlungen schaut, mangels einer Gegenleistung. Ja, wenn wir das alles zusammenfassen, dann haben wir einen wichtigen Begriff, nämlich den Außenbeitrag. Der Außenbeitrag ist der Saldo der Handels- und Dienstleistungsbilanz. Ja, Saldo der Handels- und Dienstleistungsbilanz. Und der ist in unserem Beispiel, die Handelsbilanz hat einen positiven Saldo von 1500, die Dienstleistungsbilanz hat einen negativen Saldo von 600, ist der also im Beispiel 900 Euro. Der Außenbeitrag ist 900 Euro. Ja, im Beispiel 900 Euro. So, das soll genügen für dieses Video. Das ist der erste Teil, der wichtigste Teil der Zahlungsbilanz, nämlich die Leistungsbilanz. Wir müssen uns dann noch kümmern um die Kapitalbilanz, die Devisenbilanz und noch kurz die Restposten. Alles Gute, Marius Ebert.